Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozork Mega S zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal zu einem Classic Meinungsvideo, Meinungsvlog. Heute geht es um das Thema Freundschaften. Ihr hattet vielleicht mein letztes Meinungsvideo schon gesehen. Ich habe das jetzt hintereinander weg aufgenommen. Wir sind immer noch am See. Es ist immer noch draußen minus 3, 4 Grad. Deswegen habe ich auch Handschuhe an. Es ist sehr kalt. Der See ist gefroren, taut da hinten, aber wo die Sonne raufscheint, schon auf. Die Enten sind nicht am Start. Also ich habe ein paar Enten gesehen, die schwimmen da hinten im warmen Wasser rum. Aber hier vorne auf der Eisfläche jetzt keine Ente. Und dementsprechend möchte ich aber heute mit euch über das Thema Freundschaften oder Freundschaft im Allgemeinen sprechen. Was für mich Freundschaft bedeutet und wie ich auch Freundschaften in meinem sozialen Leben integriere, beziehungsweise wie ich dazu stehe und was mir besonders wichtig ist. Also Freundschaften an sich finde ich generell sehr, sehr wichtig. Soziale Kontakte und soziale Bindungen zu anderen Menschen finde ich sehr, sehr wichtig im Allgemeinen, weil Freundschaften sorgen halt dafür, dass man halt nicht vereinsamt. Und generell gesehen ist es ja auch so, dass es viele Menschen gibt, die auch so Eigenbrödler sind, die auch gerne alleine sind und so. Ich bin eher nicht so jemand, ich habe da eher so das Bedürfnis, dass ich halt mit anderen Menschen was zusammen machen möchte. Ich glaube, das ist auch der Großteil der Menschen, die sozusagen so wie ich da sind, dass sie sagen, sie haben halt gerne Freunde, Kumpels, nette Bekannte, mit denen sie halt gerne mal was machen. Und da kategorisiere ich das auch in verschiedene Bereiche, wobei ich aber immer sagen muss, egal was für ein guter Freund jemand zu mir ist, an oberster Stelle, ganz, ganz oben, da steht immer die Familie. Das heißt also, meine Frau, also die Mira, mein Vater, mein Bruder, der Rest von meiner Familie so ein bisschen darunter, je nachdem, wie gut ich zu denen Kontakt habe. Und dann kommen meine Freunde. Ja, also ich würde da sozusagen das halt immer in dieser Kategorie sehen. Andere Menschen sagen, sie haben keine richtige eigene Familie, also Eltern mehr oder so, weil sie sich mit denen zerstritten haben. Da ist es dann für das Verhältnis anders. Aber bei mir ist es erstmal so, dass ich sage, okay, zuerst kommt die Familie. Eigentlich zuerst kommt an allererster Stelle kommt meine Frau eigentlich. Also Mira kommt immer ganz oben und dann kommen alle anderen so. Aber ja, vielleicht könnt ihr das ja nachvollziehen. Ja, und auf jeden Fall bei Freunden unterteile ich das auch in drei verschiedene Bereiche. Ich muss mal meine Hand wechseln, weil ich habe jetzt die ganze andere Nummer, das ganze andere Video mit der rechten Hand gefilmt. Jetzt muss ich es mal mit der linken Hand filmen oder halte ich das so? Weiß ich gar nicht. Ja, muss ich mal schauen, damit ich nicht so viel wackel. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich gesagt habe, Freundschaften kann man halt unterteilen in erstmal diese Schnellbekanntschaften. Also ja, die hat man mal kennengelernt, man ist mal auf einer Party oder man lernt mal jemanden übers Internet kennen, der halt ein Kumpel oder ein Freund von jemand anderes ist und man zockt dann mit dem oder man ist mal auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und lernt dann da jemanden neuen kennen, dann ist es sozusagen ein Bekannter. Ja, also Bekannte sind, sage ich mal, diese Kurzbekanntschaften, diese Leute, die man halt mal einmal sieht, vielleicht im Jahr oder so. Oder vielleicht auch weniger oder so, alle 2 Jahre vielleicht einmal, weil man die halt auf so einer Geburtstagsfeier sieht. Aber ansonsten hat man zu denen keinen Kontakt, findet die aber ganz nett. Und die sind dann halt einfach, ja, sind halt da und man könnte die halt als nicht mehr Fremde bezeichnen. Aber wenn man sich mit denen gut versteht, kann man ja mit denen ja auch theoretisch was machen. Ja, das wäre so die erste Kategorie von Menschen, von denen habe ich nicht ganz so viele, also Bekannte sind, habe ich überhaupt nicht so viele. Denn wenn ich mit Leuten zu tun haben möchte, dann möchte ich ja meistens eigentlich länger oder mehr mit denen zu tun haben. Ich habe zum Beispiel, machen wir mal in der Kategorisierung weiter. Dann gibt es die sogenannten Kumpels, also das sind Leute, die man häufiger sieht oder häufiger spricht, mit denen man sich auch, weiß ich nicht, einmal alle 2 Monate oder sowas mal trifft, sei das halt im Internet oder sei das halt auch im Real Life, zu irgendwas, vielleicht mal zu einem gepflegten Bierchenabend oder so oder mal zum Kartenspielen oder sowas. Das sind Kumpels, das sind Menschen, die halt ganz gut sind, mit denen man sich gut versteht, mit denen man auch häufiger was macht. Vielleicht schreibt man mit dem auch öfters mal über WhatsApp oder hat so eine WhatsApp-Gruppe oder so, dass man mit denen halt quatschen kann über alltägliche Dinge so, aber nichts Intensiveres. Und diese Kumpels, sage ich mal, da habe ich relativ viele. Weil ich finde, Kumpels sind ganz wichtig, vor allen Dingen halt auch jetzt in der digitalen Welt. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, ich bin ja selber sehr, sehr viel im Internet unterwegs. Mich stört das hier mit dem Handschuh, ich muss mal den Handschuh kurz richtig anziehen, weil der nicht richtig drin ist. So, also Kumpels sind halt so, die habe ich halt relativ viele, mit denen ich verschiedene Spiele spiele. Das sind halt Menschen, die ich halt entweder übers Internet oder über andere Freunde oder Kumpels
kennengelernt habe und mit denen ich dann häufiger was zusammen mache. Das heißt also, sei das zum Beispiel von meiner Crew, mit denen ich League of Legends spiele. Ja? Da spiele ich ja mit meinem sehr guten Freund, ja, immer mal wieder. Und der hat halt zwei Bekannte, die wohnen halt in Dresden. Und die würde ich schon als Kumpels bezeichnen. Mit denen spielen wir mehrfach jede Woche oder alle zwei Wochen mehrere Stunden zusammen Games. Und wir verstehen uns gut, wir sind gut drauf, wir sind fresh am Start, machen unsere Spiele. Natürlich fetzt man sich auch mal, wenn man Scheiße baut, aber man ist sich nie böse oder sowas. Und man würde sich auch niemals zerstreiten, weil ist ja nur Spielerei. Und man ist ja auch erwachsen, man kommt ja darüber hinweg. Dann habe ich natürlich auch noch viele weitere Kumpels, sage ich jetzt mal, mit denen ich früher mal gezockt habe, zu denen ich aber den Kontakt verloren habe, weil ich beispielsweise ja das Spiel nicht mehr spiele, was die jetzt spielen, weil sich unsere Interessen geändert haben. Das heißt, man hat dann trotzdem immer noch guten Kontakt und unterhält sich dann halt auch mal über alltägliche Themen, beispielsweise halt jetzt auch aktuell wieder über die Politik. Hatte ich jetzt vor, weiß ich nicht, 3-4 Tagen oder so, da war ich im Discord gewesen. Da habe ich, also wir haben einen Teamspeak-Server gehabt, wir haben auch immer so ein Community-Teamspeak. Das heißt, also dort sind immer alle Leute drauf, ja, mit denen ich mich eigentlich gut verstehe oder mit denen ich mal zusammen gezockt habe. Und da können wir dann halt auch mal reden. Und der Teamspeak wird aber jetzt abgeschaltet. Jetzt gehen wir auf Discord und dann war ich halt im Discord-Server drin und dann waren da halt alle Leute drin, mit denen ich halt das letzte Mal vor 3 Monaten oder sowas gesprochen habe. Und dann ist da auch mein Kumpel Lars gewesen. Der sagte dann so, hey, ich bin jetzt hier seit 3 Monaten zu Hause, ich hatte mir was gebrochen, dann kam Corona, jetzt musste ich die ganze Zeit Quarantäne und so. Und dann haben wir uns halt auch unterhalten, so auch über politische Themen, sage ich jetzt mal. Und unsere Meinung sozusagen dazu ausgetauscht. Und ja, da kann man natürlich verschiedene Meinungen haben. Aber eigentlich sind wir im Großen und Ganzen immer so auf derselben Wellenlänge. Und das sind sozusagen für mich dann halt Kumpels, dass ich sage, ja, ich habe zu denen jetzt nicht jede Woche Kontakt, Best Friends Forever, ey, lass mal doch zusammen in die Sauna gehen oder so. Sondern das sind halt Menschen, mit denen man sich gut versteht, mit denen man halt gut reden kann, mit denen man ja einfach bestimmte Sympathien teilt und mit denen man sich halt dann ja gut austauschen kann, zocken kann, spielen kann, halt irgendwas machen kann zusammen. Das sind halt Kumpels. Und dann gibt es halt noch wirklich Freunde. Und Freunde sind halt Menschen, auf die kann ich mich verlassen. Das sind halt Menschen, wo ich sage, hey, wenn es mir mal schlecht geht, kann ich mich an die wenden und die geben mir emotionalen Beistand. Oder ich weiß, ich muss umziehen und habe einen großen Umzug vor mir und brauche Hilfe beim Umzug. Dann ist er da und hilft mir beim Umziehen. Oder beispielsweise beim Renovieren. Ja, wenn ich sage, hey, ich habe jemanden, der hat seine Wohnung jetzt, der muss da was machen, weil es nicht anders geht, wir müssen es renovieren, dann bin ich natürlich so jemand, dass ich sage, hey, dann bin ich ein Freund oder derjenige ist auch mir ein Freund, wenn man persönlich bei denen dann erscheint und hilft. Und das Ganze auch kostenlos macht, also dass man da nichts erwartet, sondern man macht es aus Freude und aus Sympathie und aus Nettigkeit zu seinem Freund, zu seiner Freundin. Und hilft denen, weil man die gerne hat, weil man die mag, weil man gerne mit denen Zeit verbringt und mit denen auch macht. Und zu Freunden hat man halt, ich sag jetzt mal, häufiger Kontakt. Eigentlich fast jeden Tag oder fast jeden zweiten Tag. Und Freunde sind auch Menschen beispielsweise, selbst wenn es da mal eine Phase gibt, die, wo man sich eine längere Zeit nicht sieht, vielleicht mal eine Woche oder 2 Wochen, und dann hat man das erste Mal wieder Kontakt und man ist so hier, so Bro-Fist zusammen, so zack. Ja, und man weiß so, ey geil, ey schön, was war denn los und so, und dann redet man dann drüber, ja, man hatte vielleicht ein Problem oder war jemand mal krank oder man hatte einfach keinen Bock oder so oder war halt einfach genervt vom Leben, gibt's ja auch so Phasen. Und das sind für mich Freunde, die dann halt auch einfach für mich da sind. Und so würde ich das sagen, Freunde habe ich ein paar, ich würde so 4-5 Stück sagen. Ja, vielleicht auch mehr, aber so im Groben würde ich das so 5-6 Leute sagen, die wirklich Freunde sind von mir, mit denen ich mich super verstehe, mit denen ich auch wirklich alles so machen würde und denen ich selber helfen würde und wo ich auch sagen würde, hey, wenn ich selber ja Schwierigkeiten habe oder sowas, die würden mich unterstützen. Und da bin ich der Meinung, dass das unterscheidet sozusagen diese verschiedenen Stufen von ja, Freundschaften untereinander. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht und ihr das so unterteilen könnt oder ob ihr sowas habt, aber und für mich ist auch immer so wichtig, wenn man befreundet ist, wenn man eine Freundschaft hat, jemanden als Freund oder als Freundin bezeichnet, dann ist man nicht, wie nennt sich das,
berechnet. Dann ist man nicht berechnet. Das heißt also, wenn man dann mal unterwegs ist beispielsweise und man geht zusammen in die Kneipe, ja, das ist immer so das klassische Beispiel, oder man geht in eine Pizzeria, man geht gemeinsam in eine Pizzeria und isst mal eine Pizza oder man bestellt mal was. Dann zahlt mal der eine und dann berechnet man das nicht und irgendwann revanchiert man sich dann halt, aber ungezwungen, und dann bezahlt man selber mal. So halt, ja. Weil ansonsten wäre das für mich halt keine Freundschaft, sondern ansonsten wäre das halt nur ein Kumpel. Weil wenn man sich gegenseitig was berechnet, dann ist man ja schon auf so einer Metaebene, wo man sagt so, naja, ich weiß ja nicht, ob ich das von dir wiederkriegen würde. Und dementsprechend finde ich das halt so, dass man das halt wichtig auseinanderhält und sagt so, Freunde oder Freundschaften, die man halt zu, egal ob das jetzt zu Männern, also zu Mädchen, zu Jungs hat, ja, das ist halt wichtig, die braucht man auch, dass man jemanden hat, auf den kann man sich verlassen, wenn man mal eine Frage, ein Problem oder sonst was hat. Ich meine so, eine Freundin würde halt einen auch beispielsweise, bei uns jetzt nicht, aber nehmen wir jetzt mal an, man hat, das ist immer so ein schlechtes Beispiel, aber wir hatten halt eine Freundin oder eine Bekannte, ne, das war eine Bekannte eigentlich, ist es eine Freundin oder eine Bekannte? Nee, eigentlich ist es eher eine Kumpeline, ja, Kumpeline, sagen wir es mal so. Und da hat man dann halt so gemerkt, so ja, die hat Probleme mit ihrem Mann. Und ein Freund wäre man jetzt gewesen, wenn man gesagt hat, hey, du kannst auch bei uns auf der Couch pennen. Und ja, hat man dann angeboten, aber diejenige hat dann abgelehnt. Sagen wir es mal so, ja, also weil die hatte irgendwie Probleme mit ihrem Mann oder so und da gab es so Stress und dann wollte sie eigentlich mit dem Schluss machen und dann hat sie nicht Schluss gemacht und so hin und her. Versteht ihr, was ich meine? Und ich hätte gesagt, ich wäre ein Freund gewesen und hätte sozusagen angeboten, hey, du kannst auch bei uns kostenlos auf der Couch pennen, wenn ihr da Stress zu Hause habt und ihr mal ein bisschen Abstand braucht. Kein Problem. Hat sie dann abgelehnt. Ja, und so ist es dann halt, was ich so sage. Das macht man natürlich dann halt kostenlos. Dann ist man selber ein Freund und berechnet dann nichts. Und alles andere, was man so macht, das ist halt, da ist man halt nur ein Kumpel, sage ich jetzt mal. Und ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wirklich, wie ihr das seht. Habt ihr da Unterschiede auch zwischen den einzelnen Freundschaftsstufen? Also gibt es da sowas, Bekannte, Kumpels, nette Bekannte oder Homies oder Freunde? Oder habt ihr das nicht und sagt so, ja, jeder, mit dem ich mich gut verstehe und mit dem ich mich häufiger treffe und soziale Kontakte habe, ist einfach ein Freund. Gibt es ja auch so. Ja, und dann denke ich mir so, das kann man auf jeden Fall machen. Ich bin der Meinung, ich finde es auch in Ordnung, wenn man die Leute, nicht, dass man sagt, man möchte jemanden höher stellen oder niedriger stellen, aber wenn ich weiß, dass ich mich auf jemanden verlassen kann, dann ist mir der natürlich ein bisschen lieber als jemanden, der so unzuverlässig ist. Ja, wenn ich sage, ich habe halt einen Kumpel und ich rufe den an und dann sagt er, ja, ich bin um 15 Uhr da und dann kommt er erst um 16.30 Uhr. Ja, ist halt nicht so geil. Und ein Freund, der ist dann halt nicht um 15 Uhr da, sondern ist um 14.55 Uhr ist er dann da. Versteht er, was ich meine? So. Ja. Na gut. Na okay, man kann auf jeden Fall das Thema noch unendlich weiterführen. Man kann natürlich auch noch Freundschaften an bestimmte Bedingungen knüpfen. Ich habe da keine. Ich bin der Meinung, jeder, der sich gut mit mir versteht, sich gut mit mir arrangiert, meine Meinung oder auch meine Attitüde teilt und der auch gerne mit mir was macht, der kann auch mein Freund werden, sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Aber die meisten Leute, die ich so halt übers Internet kennengelernt habe, sind halt gute Kumpels und wenige davon, die ich übers Internet kennengelernt habe, die sind auch richtig gute Freunde geworden, ja, auch aus Real-Life-Zeiten. Ich hatte halt auch mal einen sehr, sehr guten Freund gehabt, der wohnte hier in Berlin. Der ist dann jetzt mittlerweile zu einem Bekannten runtergestuft worden, weil der ist halt weggezogen wegen seiner Arbeit. Der hat vorher halt in Berlin gewohnt, dann ist er nach Bochum gezogen, hat da eine Ausbildung gemacht. Ja, und dann hat man halt gar keinen Kontakt mehr gehabt. Und der ist halt dann nur noch ein Bekannter, weil man sich dann vielleicht einmal im Jahr über Steam schreibt oder so, ja. Ist dann halt so. Naja, auf jeden Fall so weit zum Thema Freundschaften generell oder Freunde, wie man es auch immer nennen möchte. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung dazu oder wie ihr das Ganze seht, in die Kommentare schreiben. Würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ich da ein bisschen Resonanz bekomme, dann kann ich da auch drauf reagieren und ihr könnt mir das ja mal erklären, wie ihr das so seht und was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze so, ja, für euch selbst empfindet, würde ich mich wirklich wahnsinnig für interessieren.
Können wir auch gerne weiterhin auch zu dem Thema diskutieren. Und ja, es wird jetzt schon sehr kalt. Ich laufe jetzt hier auch schon jetzt gefühlt eine Stunde um den See herum, weil ich mache ja das zweite Video. Und das erste Video war schon 24 Minuten lang. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lang das zweite Video geworden ist. Aber es ist auch nicht viel kürzer geworden. Naja, gut. Auf jeden Fall war es das dann soweit von mir und von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, könnt ihr jetzt gerne noch ein Abo dalassen, falls ihr mehr Meinungsblogs sehen wollt und gerne mir beim um den See laufen zuschauen wollt, während ich hier mit meiner Kamera rede. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozzy. Ciao.